Hellerot TV nach dem Spiel gegen den Kronberger SC im Presseraum des Wuppertaler SV. Dimitri Woronow jetzt bei mir. Warst gerade bei der Pressekonferenz schon relativ wortarm unterwegs. Mir ist am Schluss auch nicht mehr viel eingefallen. Wie erklärst du so eine Leistung am Samstag und dann so ein Spiel heute Abend? Ja, ich habe ja gesagt, Kronberg hat eine hundertprozentige Auswertung heute gehabt. Wir waren genau das Gegenteil davon. Das, was sich die ganze Saison eigentlich abgespielt hat, hat sich heute zum wiederholten Mal wiederholt. Oder zum, ich weiß nicht wievielten Mal, wir kommen relativ gut vor die Box. Und dann fällt uns einfach nichts mehr ein. Die Box wird nicht besetzt, falls die besetzt wird, passiert nicht sehr viel. Es fehlen Optionen. Klar, wir hatten eine englische Woche, aber das ist keine Ausrede. Kronberg genauso. Die haben auch am Wochenende gespielt, hatten auch ein sehr schweres Spiel. Wir waren erfolgreich, die leider oder die nicht. Und sind heute zwei Spieler ausgefallen mit Kalle Weber und Yeboah. Dann fallen natürlich zwei Optionen weg. Die hätten wir sehr gerne genutzt. Kine ist noch nicht so weit, Talaski ist noch nicht so weit. Die Beine waren schwer. Wir haben uns hier natürlich ganz anders alles vorgestellt. Konnten das, was sie wollten, heute nicht umsetzen. Und verlieren hier verdient. Also dazu gibt es nicht viel zu sagen. Absolut verdient. Für mich eine klare Sache der Einstellung heute. Selbst die Leute, die von der Bank kommen, unterirdisch. Kai-Bastian Ehlers kommt auf den Platz und macht einen Riesenfehler vor dem 3-0 im Mittelfeld. Körpersprache allgemein für mich völlig unerklärlich. Da muss man langsam auch mal die Frage nach dem Charakter stellen, oder? Ja gut, die Frage nach dem Charakter muss man vielleicht im Sommer stellen. Ne? Nicht jetzt. Jetzt ist die Saison, was unser Ziel angeht, gelaufen. Wir müssen gucken, dass wir es das Bestmögliche daraus machen. Das ist ganz klar, das ist auch meine Aufgabe. Und ich habe die Mannschaft vorbereitet auf dieses Spiel. Mich trifft das genauso. Ich habe hier genauso verloren wie die Jungs. Also ich brauche jetzt nicht über jeden einzelnen Spieler zu reden, wer gut oder wer schlecht war. Wir haben hier alle verloren. Ich genauso wie die und ich stelle mich für die Mannschaft. Nochmal, ich habe die vorbereitet auf dieses Spiel und das ist so. Die Niederlage geht verloren. Also wir haben das Spiel verloren, alle gemeinsam und so ist das. Damit müssen wir leben. Ich muss sagen, mir geht da oben langsam so ein bisschen die Kraft aus, mich vor die Mannschaft zu stellen, wenn ich so sehe, was möglich ist und was wir heute gegen einen, ohne despektierlich sein zu wollen, auch limitierten Gegner auf den Platz gebracht haben. Kronberg natürlich völlig verdient hier als Sieger vom Platz gegangen, aber es lag hauptsächlich an uns, meine Meinung. Es lag an uns. Ich habe ja gesagt, wir haben das Spiel selber verloren. Wir haben das Spiel selber verloren, die individuellen Fehler. Die kommen, die natürlich zum Gegentor. Ne? Selbst der erste Freistoß aus dem Mittelfeld, ich glaube, da muss man nicht unbedingt auch einen Foul ziehen in dem Moment. Dann kommt er, dann wird das schlecht verteidigt. Oder was ist schlecht verteidigt? Wir kriegen den Ball nicht aus der Box. Sowas passiert auch vielen Mannschaften, die ein paar Ligen höher spielen. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Und das ist heute uns nicht gelungen. Wir haben keine Reaktion aufs Gegentor gezeigt. Im Gegenteil, wir haben noch zwei kassiert. Und dann kommen wir raus nach dem 0-3, machen da das 3-1, machen da schnell das 3-2. Und dann reicht es natürlich nicht. Das Spiel dauert 90 Minuten, nicht 190 in dem Fall. Und das ist sehr, sehr schade, weil die Stimmung nach Velbert war eigentlich gut. Und die Mannschaft hat gezeigt, zu was die im Endeffekt zustande ist. Aber es gibt keine Ausgeglichenheit. Ne, das ist halt das große Manko, wie ich sehe. Daran kann man arbeiten. Die Frage ist nur, wann man anfängt daran zu arbeiten. Ne, wir haben jetzt, ich weiß nicht, 11 Spieltage vor Schluss. Ich glaube, jetzt müssen wir gucken, dass wir das einfach nur ein bisschen pflegen, was das angeht. Dass wir trotzdem gucken, dass wir so weit wie möglich landen. Aber jetzt anfangen, Spieler zu entwickeln. Das ist halt nicht unbedingt der Sinn und Zweck der Sache. Vielleicht trotzdem mal drauf reagieren und dem einen oder anderen Willigen aus der A-Jugend eine Chance geben? Ja, wir hatten jetzt Montag fünf Spieler oben aus der 19 und natürlich wird der eine oder andere auch die Chance bekommen. Das ist ganz klar. Aber auch diese Spieler müssen erstmal die Liga bestätigen, auch in der Liga, weil da ist das Problem nicht ganz anders als auch hier. Ne? Auch diese Spiele müssen soweit sein,
um in der ersten Mannschaft diesen Schritt zu machen. Einfach sagen, ich ziehe jetzt den einen oder anderen hoch, weil ich dem einen oder anderen die Chance geben will, dann muss ich auch fertig sein dafür. Wenn ich den jetzt zum Beispiel so im Spiel bringe, so dann läuft das nicht, dann kann ich die nächsten 3 Monate aufbauen. So, und da muss der Junge auch für den Kopf so weit sein, dass die Jungs da alle einen Ball annehmen können und alle mal aufs Tor knallen und der Ball sitzt auch, das ist mir ganz klar. Aber Kopf ist wichtig und wir sehen, dass der Kopf auch bei einer nächsten Mannschaft auch nicht immer da ist. So, nochmal, ich will jetzt keinen einzigen rauspicken, das ist nicht meine Art. Ne? Wir haben das Spiel alle gesehen, ich glaube, jeder hat so seine Meinung zu dem Spiel, zu dem Ergebnis, vielleicht auch zu der oder zu der anderen Person oder zu dem anderen Spieler. Es war ein Gesamtversagen und ich ziehe da jetzt keinen raus oder keinen hinter. Ne, also wir haben das Spiel alle verloren, alle, so genauso wie das letzte Spiel alle gewonnen haben. So, und das ist Fakt. War auch nicht meine Absicht, war kollektiv einfach eine absolut unglaubliche Leistung, die mir völlig unerklärlich ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir am Samstag noch ein paar Zuschauer ins Stadion kriegen. Und da ist aber dann wirklich mal wieder Gutmachung angesagt. Ja, das waren auch meine Worte nach dem Abpfiff. Ich habe gesagt, wir haben uns vorgenommen, 9 Punkte aus der Woche zu nehmen. Vor allem nach dem Sieg gegen Felbert. Wir haben gesagt, es ist einiges drin. Jetzt nochmal wirklich allen zu zeigen, der KFC lebt. Trotzdem, was davor passiert ist, das uns hier heute nicht gelungen. Jetzt müssen wir es wieder gut machen. Jetzt liegt es wieder an uns. Und jetzt sind wir wieder bei der Charakterfrage. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Bis Samstag.